Gesellschaften. Nur die Besten sind dabei, wir lieben größte Vielfalt. Statt Discount einerlei, wir sind der Marktplatz großer Marken. Wir haben das größte Sortiment. Bei uns wächst Lebensfreude, Kauferlebnis ist der Trend. Wir lieben das Leben und haben die Mitte. Edeka. Wir lieben Lebensmitte. Eine deutliche Kritik an dem vorhandenen Vakuum und ein emanzipatorisches, fast marxistisches Bekenntnis. Wir lieben das Leben und haben die Mitte. Da der von Billy O'Doherty, in Zeit The White Cube, in diesen langen Passagen über das Auge. Nicht das Auge als das einzig objektive Organ. Und dieses Auge vermittelt Bilder in das Gehirn und in die Psyche, die völlig unaufgeräumt ist und diese schönen objektiven Bilder immer wieder verzerrt und ins Subjektive bringt oder bedauert es sehr. Und das gibt Anlass, einmal kurz nachzudenken über das Verhältnis von Wahrnehmung und Erkenntnis. Lieber Mark Oliver, darf ich Sie bitten nach vorne? Die Bayern Hausfrau. Es ist mir eine große Freude, heute Abend die erste Einzelschau des jungen Hamburger Künstlers Mark Oliver eröffnen zu. Ich danke dem Kurator Jan Holzmann, der die Ausstellungsreihe kuratiert hat und mich dazu eingeladen hat, an dieser ersten Ausstellung in dieser Ausstellungsreihe namens Durchblick teilzunehmen. Mark Oliver hat auch HSBK studiert bei Pia Stettenbäumer. Wir waren alle, ich erinnere, die Harald und Jan, die waren alle begeistert von seiner Präsentation. Und jeder gab sich das Wort und sagte, ihr müsst in den Raum 211 laufen. Es ist die beste Installation, die wir in den letzten Zeit gesehen haben. Wir waren alle sehr neugierig zu sehen, wie seine erste Einzelausstellung sein wird. Und siehe da, Mark Oliver ist in der Lage, uns zu überraschen. Er sieht nicht eine Galerie oder einen Kunstraum für seine Ausstellung. Er lädt uns ein in einem Stadtteil, wo ein Kunstpublikum normalerweise nicht hinverliert. Ein Multikulti-Stadtteil. Wir fahren vorbei, 3-4 Mal, und dann sehen wir draußen den Titel der Ausstellung wahrscheinlich. 3 Millionen Brillen. So. 6 Millionen. Wir sind uns irgendwie überhaupt nicht einig, welche Kriterien wir anlegen können. Wir sind relativ einig darin, dass irgendwie die letzte Rede irgendwie, zumindest also von, ich glaube so von Heides und meiner Seite auch, dass sie das gespiegelt hat und von deiner Seite auch. Aber zumindest für uns war, sie hat sich das getraut, was wir uns irgendwie nicht getraut haben. Wir haben also versucht, auf verschiedene Weise jetzt irgendwie besonders schlau zu sein und sozusagen auf die Metaebene zu gehen. Und sie haben sich nicht gescheut, sozusagen in medias res sich den grauenvollen Verwerfungen von Interpretation und Überinterpretation auszusetzen. Und das war irgendwie schon sehr komisch. Aber wenn man andere Kriterien ansetzt, dann kommt man natürlich leicht auf den Trichter, diesen wunderbaren Wimpel, das D-Dreieck, in 5 gleiche Teile zu zerteilen. Also, nein, gut. Nein. Das ist bloß nicht. Also ich finde, das Interessante war, dass du das hier auf den Kopf gestellt hast, mit der Selbst, sag ich mal, nicht? Und dass das wieder getopft worden ist, finde ich, erst dachte ich, das ist real, dann schien es so zu sein, als wäre es ein künstlerischer Einfall, und dann
ergibt sich das am Ende doch wieder als real. Und darum muss der erste Preis zwischen euch irgendwo behandelt werden, nach meiner Meinung. Und ich finde, du hast da nochmal drauf getoppt, denn du hast nochmal die Illusion draufgesetzt. Darauf würde ich gerne Geld haben. Wann sind die einverstanden? Ich glaube, die Galeristin hat in einer unglaublich direkten Weise das einfach gemacht und auch so wiederum auch aus der Kunstmarktpraxis bewegt. Und in diesem sozusagen keine doppelten Boden einziehen, in diesem nicht, ach ich bin jetzt zu schlau und muss gleich auf die Meta-Ebene brechen, ist das eigentlich die am stärksten. Also Andreas, Thema auf, wir haben dich gewählt. Also ich muss mich auch aufhören. Ja, ich bin ein bekannter Hamburger Galeristin und ich denke, also ich hatte wirklich noch vorbehalten, so ernst zu nehmen und es einfach so grandios zu erklären, das können wir hier genauso gut als eine Installation wahrnehmen. Das hat mich doch verantwortet. Ja, und auf jeden Fall halte ich es für mich, da widersprechen Sie etwas, dass man ab sofort nicht mehr sagen kann, Sie wüssten nicht, was Sie in Ihrer Galerie ausstellen. Ja, aber Sie waren nicht getroffen. Sie überreichen den Simpel.